Willkommen zu einem weiteren Pokémon Sonne und Pokémon Mond Video. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Team bzw. die Pokémon, die ich mir in Pokémon Sonne und Mond wahrscheinlich fangen werde. Ich werde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, diese 6 Pokémon nehme ich ins Team rein, weil das kann sich alles noch in meinem Spielverlauf verändern. Und ich werde euch jetzt, weil ihr euch das so sehr gewünscht habt, einfach die Pokémon jetzt aufzählen und zeigen, die mir vom Style so sehr zusagen, dass ich sie ins Team bzw. einfach fangen würde, um halt sie vielleicht irgendwann mal im Team zu benutzen. Und ja, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr gerne für Pokémon ins Team nehmen wollt oder ähnliches. Also seid jetzt nicht pisst, dass ich jetzt nicht irgendwie eine Liste mache mit 6 Pokémon, die ich ins Team nehme, weil das kann man jetzt noch nicht machen, weil ich entscheide das dann vielleicht selber, wenn ich das Spiel durchspiele. Und naja, ich gehe jetzt Insel für Insel durch. Wir fangen mit Insel 1 bis Insel 4 an. Die Bilder, die ich jetzt verwende, sind vom guten Philipp Beatty, dieser Leaker, von dem ich schon oft genug gesprochen habe. Link zu ihm und seinem Twitter ist in der Beschreibung, wenn ihr das sehen wollt. Und ja, deswegen nochmal kurz, zum Anfang, damit ihr wisst, dass ich jetzt nicht jeweils 6 Pokémon nur nenne, sondern einfach Reihe durch, einfach die Pokémon, die ich nehme. Und nochmal kurz zum Anfang, diesmal werde ich auch das Ashwinter nicht mit aufzählen. Das Ashwinter sollte ja eigentlich klar sein, dass ich das mit ins Team nehmen werde, weil Greninja halt. Also hier nochmal für euch, Ashwinter wird wahrscheinlich ein Team-Member sein, ein 100%iger Team-Member. Genauso wie das Starter-Pokémon, was ich gleich wählen werde. Und ja, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an mit den Inseln. Auf der ersten Insel befinden sich ja die Starter-Pokémon und da habe ich ja auch schon gestern gesagt, werde ich wahrscheinlich Flamiyao nehmen, beziehungsweise halt das Burrito Whistler-Pokémon. Und ja, eigentlich wollte ich Robball nehmen, nur weil wir Ash Quajuse bekommen, würde es nichts mit Robball da, ja, ich sag's mal so, ja, wie soll ich Robball nehmen, wenn ich dann schon ein Wasser-Pokémon im Team hätte? Bautz, naja, ist mir zu Mainstream, ich lerne das Feuer-Pokémon. Und lass mich dann mal überraschen, was das so alles drauf hat. Die Stats haben wir uns ja gestern schon mal angeguckt, falls euch das interessiert. Deswegen schaut da gerne mal vorbei, falls ihr daran interessiert seid. So, dann nehme ich noch ins Team wahrscheinlich das Flug-Pokémon, was wir hier bekommen werden. Also das fange ich mir auf jeden Fall und kann man dann halt auch perfekt als eigentliches Flug-Pokémon benutzen. Falls ich es nicht benutzen werde, weil es halt irgendwie komisch ist, werde ich mir wahrscheinlich noch Wasserquill, heißt es glaube ich, nehmen. Ein Pokémon der 5. Generation. Ich werde eigentlich fast jetzt nur neue Gen-Pokémon reinnehmen und ein paar ältere, die mir sehr krass zusagen. Also Wasserquill wird auf jeden Fall ein Member, also wird wahrscheinlich ein ersetzbarer Member mit ihm hier sein. Also da könnte ich mir eins von den beiden sehr gut vorstellen, dass ich dann ins Team mit reinnehmen werde. So, was haben wir noch in den nächsten Reihen? Hier eigentlich nur zum Fangen vielleicht noch Slimog, was mich so interessiert, Slimer und Slimog, was mich so interessieren würde. Und vielleicht das Raichu wegen der Alola-Form. Radikal könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen, wobei mir das mit der Kampfschwäche so ein bisschen blöd ist, aber competitive-mäßig könnte es vielleicht lustig werden. Gucken wir mal, vielleicht nehme ich Radikal noch ins Team mit auf. Marcy's Nobilicat eher nicht so. Akani, ich glaube auch nicht eher. Dann das Wasser, Schulen-Pokémon und das ohne Schulenform, ich glaube auch nicht eher. Das hier aus Interesse wahrscheinlich, das ist das Pokémon, was auf den TCG-Boxen gelegt wurde. Das ist Interesse wahrscheinlich und das hier wahrscheinlich auch, dieses Krabben-Pokémon, das gefällt mir auch. Und sonst haben wir in der letzten Reihe noch das, eines der meiner Meinung nach coolsten Pokémon vom Style her, das Voice-Pokémon, Entwicklung von Wuffles, nämlich die Mondform. Die sieht so verfickt episch aus, die werde ich glaube ich auf jeden Fall fangen und wahrscheinlich auch zu einer hohen Wahrscheinlichkeit ins Team mit aufnehmen, weil es einfach so geil aussieht. Also gefällt mir auf jeden Fall richtig, kann ich mir gut vorstellen, das mit ins Team aufzunehmen. Sonst was Cooles ist, dass es hier noch Rakara gibt. Brutalanda auch noch ein nices Pokémon, werde ich aber wahrscheinlich nicht fangen. Und dann natürlich Tapu Riki war das, glaube ich, oder wie es heißt. Auch ein sehr nices Pokémon, kann man sich bestimmt auch gerne mal fangen. Gehen wir mal über zur nächsten Insel, die hat ein bisschen weniger Pokémon da, aber ja, hat auch ein paar coole Pokémon, die man auf jeden Fall gerne mitnehmen könnte. Zum Beispiel dieses Pokémon, dessen Namen ich nicht kenne, werde ich mir wahrscheinlich holen. Ich weiß auch gerade nicht, was für Sonne und was für Mond ist. Ich werde beide Spiele ja spielen. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich zwei verschiedene, also werde ich wahrscheinlich auch alle Pokémon fangen können, die es in verschiedenen Editionen gibt. Also ich werde sie wahrscheinlich fangen können. Ich muss es halt nur machen und ich werde wahrscheinlich die beiden werde ich mir auf jeden Fall holen, weil die sehen so aus, als wären sie nur bei Mond und so, bei Sonne erhältlich. Also ich werde mir die auf jeden Fall holen. Könnten Fossil-Pokémon, glaube ich, sein, sowas in der Art. I don't know gerade. Ja, die Affen werde ich mir, glaube ich, nicht holen, genauso wie den Panda da, den mag ich auch nicht so sehr, ich weiß nicht, der gefällt mir irgendwie gar nicht, hat irgendwie keine Aussagekraft, I don't know. Lurantis werde ich mir, glaube ich, zulegen, das sieht sehr, sehr stylisch aus, meiner Meinung nach. Das Pilz-Pokémon, den Moggy, ich weiß nicht, ich glaube aber nicht, nee, den nehme ich auch nicht mit ins Team auf, der ist mir auch ein bisschen zu,
Na, der hat nicht so einen richtig krassen Style wie die anderen Pokémon irgendwie. Für mich setze ich gerade nur die Pokémon raus, die einen krassen Style haben, wo ich mir denke so, jo, das muss gefangen werden. Da gehört das hier definitiv nicht zu. So, dann haben wir hier diesen einen Vogel, den hatten wir auf der anderen Seite auch schon mal. Der war... Wo war der denn? Hier auf der Insel. Habe ich den nicht gesehen? Ich sehe ihn gerade auch nicht. Aber eigentlich müsste es auf jeder Insel ja einen von diesen Vögeln... Doch, da ist er ja. Da ist er ja. Und das ist halt der hier. Gefallen mir beide nicht so. Die Sandburg werde ich mir, glaube ich, mit ins Team aufnehmen bzw. fangen. Weil die finde ich sehr, sehr stylisch, die Sandburg. Ich weiß nicht, die hat irgendwas. Also, die finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Von den Evoli-Formen werde ich, glaube ich, nichts ins Team aufnehmen. Und genauso wenig von den Formios und den restlichen Pokémon, die wir hier so haben. Weil wir hier 1, 2, 3, 4 fucking Fossil-Pokémon schon haben. Plus dann wahrscheinlich die beiden, wenn die auch Fossil wären, wäre schon krass. Ja, oh genau, das Reptil-Pokémon hier oben werde ich mir noch holen, schätze ich mal. Das war, glaube ich, Giftfeuer. Ziemlich nice Typen-Kombi, werde ich mir auf jeden Fall auch zulegen und mal was mit ausprobieren. Auch wenn es nur privat ist und nicht im Game, also im Let's Play. Mal sehen. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier auf jeden Fall ein richtig cutes Pokémon, nämlich das Koala-Pokémon. Das will ich einfach nur aus Cuteness wahrscheinlich fangen, weil ich es so cute und cool finde. Und das ist so cool. Ah, eine Weichentwicklung wäre auf jeden Fall schon nice gewesen, aber gibt es ja leider nicht. Dann gibt es ja noch Ditto, werde ich mir wahrscheinlich auch holen. Porygon ignoriere ich mal, Pixie auch. Klavian auch nicht so meins. Dann hier, Mimikyu wird sich auf jeden Fall gegönnt, meine lieben Freunde. Wird sich gegönnt? Gönnt euch auch Mimikyu, was ein nices Pokémon. Vor allem, Greninja und Mimikyu im Team. Das ist halt schon cool, ne? Also gefällt mir auf jeden Fall das Pokémon. Kann ich mir echt was mit vorstellen. Dieses komische Pokémon mit den dicken, fetten Lippen. Kurze Story dazu. Jeder hat immer rumgemeckert über das Pokémon. Aber das Pokémon basiert auf einem Fisch, der genauso aussieht. Genauso hässlich. Naja. Das werde ich auf jeden Fall nicht ins Team nehmen. Vielleicht Geowatz, das weiß ich jetzt noch nicht. Kommt aber auch schon in Frage. Genauso wie Sandama, das kommt auf jeden Fall in Frage. Vulpix, Voluna, eher nicht so. Und dann haben wir echt eine Menge Eis-Pokémon. Wahrscheinlich auf der Eisspitze obendrauf. Aber möchte ich alles auch irgendwie nicht ins Team nehmen. Absolut auch nicht. Metagross auch nicht. Pandrago auch nicht. Rabigato ist auch nicht so meins. Kudel auch nicht. Das vielleicht noch. Und auf jeden Fall der hier. Den Drachen, den nehme ich auf jeden Fall mit ins Team. Der ist auf jeden Fall ziemlich sick. Und der wird wahrscheinlich auch ein ziemlich starkes Pokémon sein. Wahrscheinlich so wie Shadrago, schätze ich mal. Weil nur eine Entwicklung, also keine Weiterentwicklung. Und ein einstehender Drache. Könnte vielleicht sowas wie Shadrago werden. Mal sehen. Müssen wir mal bei gucken. So, dann machen wir weiter auf Insel 4, der letzten Insel. Und im Übrigen, es sind ja nur so wenig Pokémon, weil die Pokémon, die es schon auf einer anderen Insel gab, die man auf einer anderen Insel fangen konnte, die werden jetzt sicher nicht mehr aufgelistet. So, auf jeden Fall Kramchef, ein sehr stylisches Pokémon und eines meiner Lieblings-Pokémon. Sieht einfach so geil aus, werde ich wahrscheinlich auch noch holen. Das ist so ein nices Pokémon. Xerox vielleicht auch. Lucario weiß ich noch nicht. Bin ich noch am überlegen. Dann dieses Anker-Pokémon sieht ziemlich, ziemlich nice aus. Das werde ich auf jeden Fall ins Team nehmen, das Anker-Pokémon. Das hat auf jeden Fall Style, das werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von den Anker-Pokémon haltet. Ich finde das auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Und natürlich die Entwicklungsreihe von unserem Herzschuppendrachen. Das wird sich auf jeden Fall auch gegönnt. Das ist dann so gesehen das letzte Pokémon, was ich mir dann jetzt fangen würde hier von der Liste. Also es sind schon einige Pokémon dabei. Natürlich kommen noch die legendären zu, wie Marshadow, Solgaleo, Lunala, die ich mir auf jeden Fall holen würde. Oder ich sag schon wieder Marshadow. Oder halt Magiana. Ultra Bestien, weiß noch nicht, wie man das machen muss. Aber mal gucken, dazu kann ich jetzt noch nichts sagen. Auf jeden Fall ist das so meine Auswahl. Und ich kann auch kurz sagen, wen ich auf jeden Fall schon zu einer hohen Prozentzahl ins Team nehmen würde. Ich würde den Drachen mit ins Team nehmen. So, dann würde ich... So, wo haben wir es denn? Wir haben Mimikyu mit ins Team nehmen. Das sind schon mal zwei Pokémon. Dann würde ich den hier mit ins Team nehmen. Drei Pokémon. Den Starter würde ich ins Team nehmen. Also ihn hier. Das sind schon mal vier Pokémon. Dann das Pokémon Nummer 5 wäre Ash Greninja. Und dann das sechste Pokémon wahrscheinlich noch... Keine Ahnung, so ist die Alola Raichu. Irgendwie noch ein Elektro-Pokémon. Also, ja, kommt eigentlich nur Alola Raichu so in Frage. Oder ich nehme halt noch sowas wie... Kramchef noch mit seinem Unlichttypen mit rein. Oder mal gucken. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Vielleicht Kramchef, vielleicht aber auch
dieses Poge-Pokémon oder Waschaquil. Muss ich mal gucken, wobei mir Kraschef echt am besten von denen dran gefällt. Aber mal sehen, Leute. Ihr könnt da gerne mal in die Kommentare posten, was eure so, euer Team so sein wird. Ihr müsst ja nicht haargenau wissen, was ihr ins Team nehmen wollt. Einfach nur so schreiben, was ihr so empfindet, was das cool wäre. Und ja, Leute, das war's für das Video. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Euer Solo. Haut rein!